Hallo liebe Landwirte, habt ihr schon den landwirt.com Praxistest über das Güllefass Super Cis 500 mit 7,5 Meter Schleppschuhverteiler Condor und über das Güllefass Polycis 1550 mit 15 Meter Schleppschuhverteiler gesehen und fragt euch, ob sich der Kauf des kleinen oder großen Güllefasses für euch rechnet? Dann bleibt dran, denn gleich seht ihr, wie einfach ihr die Kosten und die Mindestauslastung für beide Güllefässer berechnet. Am Ende seht ihr, wo ihr den Landtechnik-Check für Güllefässer kostenlos herunterladen könnt. Darin könnt ihr dann auch die Produkte anderer Hersteller eintragen und Fassgröße oder Arbeitsbreite direkt vergleichen. Mein Name ist Rainer Möller. Ich unterstütze über 10.000 Landwirte und namhafte Agrarunternehmen mit einfachen Wirtschaftlichkeitsrechnern. Wenn dir das gefällt, gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Jeden Mittwoch veröffentliche ich in Zusammenarbeit mit landwirt.com einen neuen Landtechnik-Check für euch. Und jetzt seht ihr, wie einfach dieser funktioniert. Wir starten mit dem Trecker. Je nach Größe des Güllefasses kalkulieren wir mit 70 bis 160 PS. Tragt einfach Anschaffungspreis, Nutzungsdauer und Restwert ein und ihr seht die Fixkosten pro Jahr. Ganz wichtig ist natürlich die Auslastung. Zusätzlich könnt ihr noch die variablen Kosten für Reparaturen, euren Lohnansatz oder den aktuellen Dieselpreis anpassen. Fertig! Jetzt kommen wir zum Farmtec Güllefass mit Schleppschuhverteiler. Der unverbindliche Listenpreis der Testausstattung beim Farmtec Güllefass Super Cis mit 5,2 Kubikmeter beträgt 30.850 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer inklusive 7,5 Meter Schleppschuhverteiler. Das Güllefass Farmtec Polycis mit 15,5 Kubikmeter und 15 Meter Schleppschuhverteiler kalkulieren wir mit einem Listenpreis für die Basisversion von 84.600 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Bei den Preisen gehe ich nun von 25% Händlerrabatt aus. Euren tatsächlichen Anschaffungspreis könnt ihr genauso wie die anderen Werte, zum Beispiel den Restwert oder die Auslastung, einfach individuell anpassen. In unserem Beispiel gehen wir bei der Auslastung je nach Leistung von 2.500 bis 6.000 Kubikmeter pro Jahr aus. Bei den variablen Kosten könnt ihr die Höhe der voraussichtlichen Reparaturen pro Jahr anpassen. Je höher eure Auslastung ist, umso stärker steigen diese natürlich. Wir orientieren uns dabei mit 0,3 Euro pro Kubikmeter an den Werten des KTBL. Jetzt wählt den passenden Trecker aus und passt eventuell den Dieselverbrauch an. Beim kleinen Güllefass reichen schon 60 bis 70 PS. Beim Dieselverbrauch gehe ich von ca. 9 bzw. 20 Liter pro Stunde aus. Die Leistung pro Stunde ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Ihr habt natürlich eure Erfahrungswerte. Zusätzlich möchte ich euch eine Kalkulation vorstellen, die den Vergleich unterschiedlicher Fassgrößen und Arbeitsbreiten mit wenigen Klicks ermöglicht. Die Kalkulation ist ganz einfach, bleibt aber theoretisch. Zusätzlich zur Fassgröße und Arbeitsbreite, die wir bereits kennen, tragt ihr die gewünschte Güllemenge pro Hektar und die durchschnittliche Geschwindigkeit ein. Wenn ihr jetzt noch die durchschnittliche Hoffeldentfernung zu euren Flächen eintragt, erkennt ihr, wie hoch die durchschnittliche Flächenleistung ist. Hier könnt ihr auch berechnen, wie stark sich die Entfernung auf die Leistung und damit die Kosten für die Gülleausbringung auswirkt. So, die berechnete Flächenleistung ist automatisch mit der Tabelle verknüpft. Jetzt erkennt ihr im Diagramm die Kosten je Stunde inklusive Trecker mit Fahrer und Diesel. Je teurer die Technik, umso höher sind in unserem Beispiel auch die Kosten je Stunde. Durch die höhere Leistung pro Stunde und die höhere Auslastung pro Jahr sind die Kosten pro Kubikmeter in unserem Beispiel trotzdem niedriger. So, jetzt stellt sich noch die Frage, ob ihr selber in ein Farmtec-Güllefass mit Schleppschuhverteiler investiert oder die Arbeit durch einen zuverlässigen Lohnunternehmer oder Maschinenring machen lasst. Und dazu berechnen wir die Auslastungsschwelle, also ab wann sich theoretisch der Kauf eines eigenen Güllefasses rechnet. Dazu tragt ihr die Kosten pro Kubikmeter für den Lohnunternehmer oder Maschinenring ein. In unserem Beispiel rechnet sich der Kauf ab 1672 bzw. 2738 Kubikmeter. Je günstiger der Dienstleister das Güllefahren erledigt, umso höher steigt die Mindestauslastung. Die Kosten pro Kubikmeter sind natürlich nur der eine Punkt. Die Schlagkraft, euer Wunsch nach Flexibilität, die verfügbare Arbeitszeit und die Zuverlässigkeit von Lohnunternehmer und Maschinenring sind bei der Entscheidung, ob ihr selber ein Güllefass kauft, natürlich ebenfalls wichtig. Wie gefällt euch der Landtechnik-Check? Und für welche Maschinen wünscht ihr euch sonst noch so einen Kalkulationsrechner? Wenn ihr jetzt nachrechnen wollt, klickt oben rechts und ihr ladet euch den Landtechnik-Check direkt herunter. Unten rechts seht ihr noch mehr Videos zur Berechnung der Maschinenkosten. Und unten links abonnierst du meinen Kanal, sodass du kein Video mehr verpasst. Bis dann, euer
Rainer Möller.